Hallo, ich bin die Dani und heute gibt es wieder einen Produkttest. Und zwar teste ich heute die Avon Unlimited Mascara. Wenn dich also interessiert, ob die funktioniert, was für ein Ergebnis die zaubert, dann bleib doch einfach dran. Ich bin eigentlich mit meinen Wimpern ganz zufrieden, bis auf die Tatsache, dass ich kaum Volumen habe. Also Wimpern sind da, die Länge ist auch okay, aber ich könnte einfach mehr Volumen, vielleicht auch einen Ticken mehr länger vertragen. Und deswegen habe ich mir jetzt diese hier zum Ausprobieren gekauft von Avon, die Unlimited. Und was verspricht denn Avon bezüglich dieser Mascara? Diese Mascara, die Unlimited, hat eine innovative Lift- und Lockformel. Viermal mehr Schwung, bis zu 24 Stunden Halt, dreimal mehr Volumen mit innovativem FX Lift Mascara Bürstchen. Selbst widerspenstige Wimpern werden geformt in den Farben Blackest Black und Brown Black. Also es gibt diese Mascara in zwei Farben. Ich habe mir die schwarz ausgesucht. So, jetzt bin ich ein bisschen näher rangekommen und zwar werde ich diese Mascara jetzt mit euch auftragen. Ich habe schon mein Augen-Make-up geschminkt, beziehungsweise ich wollte eigentlich noch Eyeliner drauf machen. Ich lasse heute mal den Eyeliner weg, um einfach das optische Bild nicht zu verfälschen. Und genau, dann nehmen wir hier die Mascara und tragen sie dann jetzt mal auf. Das ist der Applikator. Das ist eine Bananenform, würde ich sagen. Also es ist sehr gebogen. Und es ist ein Gummibürstchen. Das ist das Ergebnis nach der ersten Schicht. Ja, ich finde, die zaubert ein gutes, natürliches Finish. Ich bin jetzt bewusst nicht mit einem, wie nennt man die Dinger? Mit einer Wimpernzange. Genau, also ich bin nicht mit einer Wimpernzange hingegangen, weil ich das auf dem zweiten Auge testen wollte. Und ja. Ich finde, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Ergebnis. Die Wimpern bekommen Länge und die Wimpern bekommen auch einen leichten Schwung nach oben. So, Volumen nicht unbedingt. Ja, also Volumen zaubert sie jetzt nicht großartig. Aber wie gesagt, die Länge und es ist ein schönes natürliches Finish, was ich ganz toll finde. Es sind keine Fliegenbeine. So, ich habe auf dieser Seite die Wimpern jetzt etwas nach oben gebogen mit der Wimpernzange und jetzt gehe ich wieder mit der Mascara hin. Das ist jetzt das Ergebnis mit einer Schicht. Ich finde, das Auge, wo ich die Wimpernzange angewendet habe, gibt dem Ganzen dann noch was Schöneres, Offeneres. Ich habe von Natur aus Wimpern, die ein bisschen nach unten gehen. Ne? Also für Leute, die solche Wimpern haben wie ich, denen empfehle ich dann einfach auch mit der Wimpernzange zu arbeiten. Also erste Schicht, ein wunderschönes, natürliches Ergebnis. Mehr Volumen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein richtig schöner
gefächerter Schwung mit ein bisschen mehr Länge. Und ja, und was ich ganz toll finde, ist, dass es keine Fliegenbeine gibt. Ja, also es gibt keine großartigen Fliegenbeine, alles schön gefächert und ja, also ich finde das Ergebnis wirklich sehr, sehr schön. Jetzt gehe ich noch mit einer zweiten Schicht drüber, um zu schauen, ja, ob man dadurch vielleicht ein stärkeres Ergebnis bekommen kann. Das Ding ist, wenn man eine zweite Schicht drauf tun möchte, dann sollte man das natürlich sofort machen. Das heißt also, nicht zu lange antrocknen lassen, vielleicht zwei Sekunden antrocknen lassen und dann mit der zweiten Schicht drüber. Und ich finde schon, dass es so ein bisschen mehr Ausdruck gibt, wenn man noch mit der zweiten Schicht drüber geht. Jo. Ja, also ich bin mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden. Ich finde die richtig gut, die Mascara. Wenn man ein schönes, aussagekräftiges, natürliches Ergebnis haben möchte mit kaum Fliegenbeinen und mit einem breit gefächerten Ergebnis und mit mehr Länge und wenn man vorher noch mit der Wimpernzange arbeitet, mit mehr Schwung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn du Lust dazu hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.